Hallo, 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 hier ist wieder Night Shift bei Shoki Banoki. Ja, wir sehen uns nach dem Intro. Es geht gleich direkt los. Pow! Herzlich willkommen zu Night Shift. Heute mit mir, dem Christian. Und dem selbst kopierten, nie erreichten, nicht mehr so gut aussehenden, etwas älter gewordenen, haarigen Sascha. Geh doch ins Thema rein, mein Gott! Ey, was haben wir für ein Thema? Soll ich das mitbringen? Ja, ich dachte schon. Das ist okay. Nein, ich habe ein Thema mitgebracht. Stichwort Country Music. Ach du Scheiße. Ja, das ist eine scheiß langweilige Sendung. Hey, ach du Scheiße, hat sich auch der 15-jährige Junge in Texas gedacht. Die Amerikaner, wenn die ja auf Reise gehen im Land, da sind ja sehr, sehr viel mit dem Auto unterwegs. Oder mit dem Flieger. Oder in dem meine, oder in meiner Geschichte mit dem Auto. Oder mit dem Motorrad. In meiner Geschichte mit dem Auto. Ja. Ja. Die sind ja sehr, sehr viel mit dem Auto unterwegs. Ja, genau. So. Oder wir haken da wieder ein. Ne? So, okay. Ja. Und die Lieblingsmusik dieses 15-Jährigen, also der Vater dieses 15-Jährigen. Ist Country, weiter. Country, genau. Ja. Jetzt hatten die aber eine Fahrt von Texas bis nach Seattle vor sich. Weißt du, Texas, Seattle, ne? Einmal von unten nach oben. Kann sein, ja. So rum. So. Also, weit. Ja, wir haben ja hier so einen Globus. Genau. Zeigst du mir mal. Genau. So, pass auf. Anhand des Globus. Gut, dass wir das haben. Also, pass auf. Jetzt drehen wir erstmal auf Amerika. Genau. Hier unten, Texas. Ja? Texas. Sieht man das? Regie, sieht man das? Ja? Und das geht hier hoch. Was? So weit? Ja. Alter. Okay. Und die Lieblingsmusik dieses Vaters ist Country Music. Jetzt hat der Sohn das so nach, ich sag mal, so nach 6-7 Stunden nicht mehr ausgehalten, ja? Und hat was gemacht? Er hat ein Schild geschrieben mit Help. Mit was? Help. Help. Englisch für Hilfe. Ja, ich hab jetzt Help verstanden. Nein, Help. Ja. Hilfe. Ja. Und hat das aus Spaß rausgehalten. Wie rausgehalten? Aus dem Fenster. Die saßen im Auto, sind gefahren. Vater hört Country-Musik, Sohn hat die Schnauze voll. Er schreibt Help und hält es raus. Das hat eine junge Dame gesehen, die auch auf der Straße unterwegs war. Und sagte sich, scheiße, der Junge wird entführt. Ja. Und hat also das ganz große Orchester aufgerufen. Ne? Polizei, Militär, Nationalgarde, Blauhelmeinsatz. Was du dir vorstellen kannst. Ja, der Vater fällt... Blauhelmeinsatz in Amerika. Ja, pass mal auf. Die fahren ins nächste Kaff rein. Ja, auf dieser Strecke, das komplette Kaff zu. Nur die beiden stehen auf einmal auf der Straße, der Vater guckt, was ist hier los, und hat ungefähr 28 rote Laserpunkte auf dem Körper. So. Also, ohne Scheiß, richtig großer Einsatz. Und das war alles nur wegen Country-Musik? Und alles wegen Country-Musik. Wenn es Heavy Metal gewesen wäre? Das hätte der Junge vielleicht okay gefallen. Ja, aber wie ist das aufgelöst worden? Ist der Vater wenigstens erschossen worden oder irgendwas? Leider nicht. Also, nee, zum Glück nicht. Entschuldigung, so rum. Zum Glück ist alles gut ausgegangen. Wünschst du Country-Musik-Fans den Tod? Willst du das damit sagen? Das könnte man aus meinen Worten interpretieren. Ich möchte aber hier an dieser Stelle ganz klar feststellen, dass ich jede Art von Musik respektiere. Außer Country. Ja. Das war die Country Story. Schön vorgetragen. Ja. Geht so. Auf jeden Fall. Aber wir haben hier auch was mitgebracht. Guck mal hier. Ich habe hier Kuhbonbon Sahne Lakritze. Ja. Das ist von wem ist denn das überhaupt hier? Von Kuhbonbon. Wer ist denn die Firma hier? Ist doch scheißegal. Ich mach mal auf. Das sind zarte Weichkaramellen mit Sahne und Lakritz. Das ist bestimmt... Jetzt geht die Scheiße nicht auf! Gibt's doch gar nicht. So. Es ist auch wirklich so bescheuert verpackt, dass du schon keinen Bock hast mehr, das zu essen. Das kann auch vielleicht mit deiner Grobmotorik zusammen. Also ja, hier, da hast du... guck mal hier, erst rein! Guck mal, das sind die Bonbons hier. So. Sahne-Lakritze. Sahne ich hab schon ein bisschen Angst, wenn ich gleich bin. Sahne-Lakritze. Kuhbonbon hat... Lakritze in weiß! Weißt du, wenn Kacke lange steht, dann wird die auch weiß, oder? Guck mal hier, nee, aber Sahne, das ist Sahne. Ja, guck mal hier, ist doch schwarz. Schwarz-weiß. Oh, da weiß. Ja, schwarz-weiß. Okay. Ja. Gar nicht schlecht. Okay. Schack, scheiß Name. Aber eigentlich ganz, ganz gut. Glutenfrei, ohne Konservierungsstoffe. Echt? Ja. Komm aus Hamburg. Welche Firma ist denn das? Moment. Egal.
Savitor. Also geh mal her. Ja. Ah, oh. Drauf, ja, automatisiert. Gar nicht mal so schlechtes Zeug, muss man sagen. Kriegt ich hab gedacht, es ist voller Rotz. Aber passt. Ja. Nicht gut. Kuhbonbon. Mhm. Achtung, aber, da steht aber die Warnhinweise. Kann Spuren von Eiern, Schalen, Früchten und Erdnüssen enthalten. Bei Sahne? Ja. Mhm. Nee, alles gut? Alles gut. Klebt bis in den Zehen, muss man sagen. Nur gut so. Ja. Schöne Jungs, Sophie. Also das nächste Mal. Vielleicht geht's ja wieder um Country Music. Boah, die kann. Okay, bis dann. Tschüss. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.